Alles, was in unserer Welt existiert, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Mineral, jedes Erz, was beseelt ist, sie produzieren in ihrem Sein Energien. Die Menschheit spricht über Umweltverschmutzung, Verschmutzung von Wasser, von Luft. Das, was 8 Milliarden Menschen da am Treiben sind, ist schlimm genug, aber die geistige Katastrophe, die wird die Menschheit eher erfahren müssen, als diese Katastrophe, die unsere Umwelt erfährt. Gibt es einige wenige Menschen, die von der geistigen Welt dazu aufgefordert wurden, gegen diesen Kollaps zu wirken? Der Mensch kann diese Katastrophe aufhalten, indem er wieder anfängt, das zu sein, was er durch diese Schöpfung sein sollte, Läuterer. Vor 14 Jahren habe ich halt gemerkt, dass ich, ja, man merkt in sich selber eine Gier nach gewissen Gegenständen, ob Süßigkeiten sind oder ja, halt materielle Gegenstände. Und irgendwann halt, habe ich halt gemerkt, dass für mich das nicht sein kann. Ich habe mich halt haltlos gefühlt und selbst mit Mutter und Bruder, so wie wenn ich keine Familie hätte. Und das, dieses extreme Gefühl, keinen Platz in der Welt zu haben, das hat mich schon sehr beschäftigt. Und das hat sich dadurch geändert, dass halt jeder einen Platz hat. Mein Name ist Jürgen Hummes. Und mein Name ist Gabi. Wir sind seit 46 Jahren ein Paar. Und wir kennen uns seit 1972. Zu dieser Zeit waren wir auch glücklich, ja. Aber wir wollten immer glücklicher werden. Wir haben zuerst versucht, über Tierzucht, über Natur, über Gartenkunde und so weiter, dieses Glück weiter umzusetzen. Das heißt, wir haben damals im Materiellen versucht, dieses Glück, dass wir ohne dieses Ereignis wohl nie die Wende bekommen hätten. Und diese Wende war eine Krankheit, die mir persönlich widerfahren ist. Diese Krankheit hat 12 Jahre angehalten. Bis ich nach wie viel unterschiedlichen schulmedizinischen Therapien mich entschieden habe, bereit zu sein, zu sterben. Knoblauchöl, Zwiebeln und Peperoni. Achso. Wenn ich nicht mehr kann, dann kannst du sie mit euch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen einfach nur so auf diesem Planeten leben. Es muss einen Grund dafür geben. Und egal in der Schule oder Menschen, Freunde, alle, die man gefragt hat, man hat keine Antworten bekommen. Und er war der Erste, wo man Fragen stellen konnte, offene Fragen, und man hat Antworten bekommen. So, eigentlich überhaupt keinen Bock auf das, was alle machen. So rausgehen, Partys und überhaupt so, ja, diese Sinnlosigkeit im Leben. Dann macht man Schule, dann hat man irgendwann Familie und irgendwie ist es immer dasselbe. Und hatte ich halt irgendwie
Es hat mir nichts gegeben. Habe ich halt Erfahrungen auch im Freundeskreis gemacht, dass es definitiv noch mehr gibt als eben das, was wir sehen. Und das, was wir nicht sehen, das interessiert mich halt. Ich habe auf meinen Reisen Kumpel kennengelernt, also mittlerweile Kumpel David, der halt schon Kontakt mit dieser Gruppe hatte und der hat mir halt von dieser Gruppe erzählt und ich fand das halt sehr interessant. Wir haben halt auf den Reisen, also wir sind zusammen viel gereist, haben halt viel geredet über alles Mögliche, wie alles zusammenhängt, dass es noch ein bisschen mehr gibt als nur das, was wir sehen mit bloßem Auge. Und das hat mich auf jeden Fall angesprochen, sag ich mal so. Und davon bin ich halt immer ausgegangen. Ich habe halt selber, sag mal so, ein paar Fragen in mir aufgebaut im Laufe der Zeit, wo ich der Meinung bin, dass ich hier am ehesten Antwort finde. Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, bereit bin zu sterben und jede Schulmedizin abzulehnen, bin ich bildhaft gesehen auf allen Vieren in die Natur, in den Wald gegangen. Ich bin auf alle Viere in den Wald und habe dort versucht, Ruhe zu finden und habe dort Dinge gefunden, die ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht habe, dass so etwas überhaupt existieren kann. Ich habe in der Natur Visionen erlangt. Visionen, wo sich Wesen mir offenbarten, die auf mich Einfluss nahmen, die mit mir kommunizierten und ich denen ihre Energie wahrnehmen konnte. Eine Energie, die so außergewöhnlich war. Diese Wesen haben mir ganz klare Instruktionen gegeben, wo ich welche Pflanzen, Kräuter, Blüten, Früchte finde und ganz klare Anweisungen, wie ich mit diesen Dingen umgehen sollte. Die ersten ein, zwei Male habe ich da gar nicht drüber gesprochen. Und vielleicht nach dem dritten Mal bin ich nach Hause gekommen und habe zu Gabi gesagt, ich glaube, jetzt bin ich verrückt geworden. Ich habe versucht, dass unsere Familie, wir waren schon eine kleine Familie, so aufrechtzuerhalten, dass es lebenswert ist. In dieser Zeit, wo er krank war. Und als er anfing, wieder in diesem gesünderen Bereich überzugehen, das war einfach eine Freude, die in mir aufkam, weil ich wusste, jetzt geht's wieder voran. So, dann gehen wir zur Baba, ne? Kommst du mit, Mimi? Baba! Baba! Ich bin zum ersten Mal hier. Wie heißt du? Dolgore. Dolgore. So, was? Immer больно? So, was? Immer больно? Was? Immer больно? Больно. Nein. Nehmen wir es wieder. Baba, immer, gib immer. Immer hier ab, Kaschka, weil.
Da, mach mal auf, Vorsicht, Vorsicht. Da. Eben aber immer. Kuhe, Baba. Likör. Da. Hi. Kupfert ihr mal? Ich sehe schon, dann puh, na ja, welcome. So stehen wir noch so rausbirme. So schnell, ja, mein Prijatelka. Ey, sei ja, Kotita. Kassem, mir pizza, Baba, ko prasch, du brillisi. Как си здравето? Как мина денят? Така. Пък други някой, я дума, я. Здрасти, здрасти, това е баба. Това са те, нямаме други, сам пайтанът и аз. Българи, другите са всичките германци. Я. Към 25 души е със се деца. Там е мокрома. 9-10 къщи има жени. Ама и много добица цимък. Осем, баба. Осем къща. Осем? Да. Осем, виж. Осем. И билици докараха, билици. И билици имат, и кози имат, и овци имат, и крави имат, и коне имат, и кокошки имат, и патки имат. Всичко. И котята имат, и кучета имат. Къде отидаха там? Мокро, мокро. Чакай, чакай ти. Мокро. Там е мокро и на бърката. Wir haben in einem kleinen Dorf gelebt. Die Nachbarn kamen und sagten, Jürgen, was ist mit dir los? Du bist ja wieder viel aktiver. Die wussten 12 Jahre, wie ich gewirkt und agiert habe und fast nichts selber tun konnte. Und ich habe mich 2 Jahre davor geschämt, darüber zu sprechen. Ich habe immer gesagt, ich tue irgendetwas Alternatives. Aber da offen und frei darüber zu sprechen, dass ich mit Wesenheiten irgendwie im Wald mache und mir raten lasse, da wollte ich einfach nicht drüber sprechen. Und irgendwann diese Wesen ganz klar sagten, wenn ich diese Gabe, diese Fähigkeit anderen Menschen nicht zur Verfügung stellen würde, dann würde mir diese Gabe wieder genommen. Bevor ich Jürgen kennenlernte, war mein Vater krebskrank, schon einige Jahre. Und ich habe mich in Kalkutta aufgehalten. Und er hat mir in der E-Mail mitgeteilt, es gibt da was, was er mir sagen will, aber nicht auf dem E-Mail-Weg, sondern wenn ich zurückkomme. So war der Anfang. Also er hat was zu erzählen, aber kann er nicht so machen. Als ich dann zurückkam nach Deutschland, da hat mein Vater mir gesagt, er muss mir jemanden vorstellen. Er hat einen Schamanen kennengelernt, der ihm sehr viel gibt, sehr viel Kraft, sehr viel Freude und Hoffnung. Ein paar Wochen später ist mein Vater dann gestorben. Ich weiß, dass Jürgen seine Seele begleitet hat, Schritt für Schritt. Und dann über den Tod hinaus war für uns sehr, sehr wertvoll, weil er hat uns noch, vielleicht kann man sagen, ein Rendezvous mit der Seele beschert, wo ein ganz enger Austausch stattfinden konnte. Und alle, die ganze kleine Familie hingesetzt, um nur zu fühlen. Und das war wunderschön. Als ich ihn kennengelernt habe, ich kannte ihn, glaube ich, schon ein Jahr, als er als Schamane gearbeitet hat, habe ich nicht mit ihm gearbeitet. Und dann habe ich hatte Albträume gehabt oder ich war einfach komisch, ich konnte lange nicht vor die Tür gehen und hatte viele Ängste. Dann hat er hat das Analyse genannt, er hat mir eine Analyse gemacht und da standen Sachen drauf, die konnte der nicht wissen, die habe ich ihm nie erzählt, sowohl körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder sowas, aber auch
seelisch, wo ich Probleme habe oder Ängste, das damit hat es angefangen. Das konnte er nicht wissen, das habe ich auch nie jemandem erzählt, wo ich Angst vor hatte. Und er wusste das, er hat das alles einfach aufgeschrieben. Und als dann die Gruppe zustande kam, war auch ganz klar, da gehe ich mit hin. Auch wenn ich die anderen, ich kannte niemanden näher. Ich kannte Gabi und Jürgen ein bisschen, alle anderen vom Sehen, aber ich war immer ohne Zweifel, da will ich hin, da mache ich mit. Das halt alles total neu war und aber auch aufregend, weil wir uns untereinander halt nicht gekannt haben. Es gab manchmal, man hat so wirklich gemerkt, wie man sich verändert und wie man anfangen muss, als eins halt zu agieren, dass man mit 20 Leuten guckt, was ist am wichtigsten für alle und nicht nur für sich selber. Das war die größte Umstellung für mich. Wir haben einen deutschsprachigen Bulgaren kennengelernt, der 28 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Der ist hier aus der Region und der meinte, dass hier dieser Ort mehr oder weniger verlassen wäre und er könnte uns den gerne zeigen. Er hat große Teile seiner Kindheit in diesem Ort verbracht. Und so sind wir mit ihm gemeinsam hierhin und haben uns an diesem Ort sehr schnell angefreundet und haben dann auch mit seiner Hilfe das erste Haus gekauft. Und haben dann, wir sind über ihn, dieses Haus gekauft und haben dort zuerst mal ein Zeltlager errichtet, aber so, dass zwei Wochen später auch die anderen hier ankommen konnten und wir ja, dann das erste Haus renoviert haben und vor dem Winter in diesem Haus einziehen konnten. Aber auch bulgarisch. Мы не купок знать. Да. А ты говоришь, что тебе не пьет. Не пьет. Бира, мира, так и рамки не пьет без алкоголя. Там ну, такому направили, как вертят, и яблоки-то сомелят, и пара сухот, и говорят, и два пьет. Так и плодные рамки и от пулету. И чуть магазин, ничто не купают. Магазин оттуда, зимание, хлеб, там, те ничто, ничто абсолютно. Те все, знаешь, и те одятся, и сколько купать, если дошли, только хвора да снимат, не дават да и снимат. Не дават, не дават. И те и дип не искат да се снимат, и дип не искат да приказват. Хикам, что идут в Болгарии, мама, вот не си, баба, тук много хубаво ига. Чист воздух, миг, чист воздух. Diese Harmonisierung zu halten innerhalb der Gemeinschaft ist zum Beispiel wichtig, Ernährung, aber auch Kleidung, alles das, was wir tun. Ich versuche, jede einzelne Person vom Kind bis zur ältesten Person in dieser Gemeinschaft zu sensibilisieren, zu schulen, respektvoll, harmonisch, mit allem umzugehen, was beseelt ist. Weil Elektrizität oder jeder andere Schadstoff, der in Lebensmitteln ist, oder auch Chlor in Trinkwasser, wirkt so auf den menschlichen oder tierischen, pflanzlichen Organismus, dass eine Disharmonie stattfindet. Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht und sollte darüber entscheiden, ob irgendjemand leben darf oder nicht. Es hat mit dem Respekt vor den Tieren zu tun. Es hat damit zu tun, dass Tiere, die frei, natürlich ihrer Natur entsprechend leben können, dass diese Tiere Äther produzieren und uns dieser Äther wichtiger ist, als ein Tier in die Pfanne zu hauen und einmal davon satt zu werden. Und Äther, Himmelsluft, ist genau das, was alles am Leben erhält. Menschen, Tiere, Pflanzen, die gesamte Materie existiert nur über den schöpferischen Äther. Selbstverantwortlich in einer möglichen Naturlandschaft
zu wirken und zu agieren. Der zerstörerischen Zivilisation den Rücken zu drehen. Künstlichkeit, Werkzeuge der Zivilisation, genau das, was wir eigentlich ablehnen. Aber wir wissen, um Menschen erreichen zu können, bleibt uns nichts anderes, wie diese Dinge zu nutzen. Allgemein wird mit diesen Dingen meistens Dunkelheit in dieser Welt gebracht. Und wir versuchen mit diesen Instrumenten vielleicht Licht in diese Welt entstehen zu lassen. Und wenn es nur bei einem einzigen Menschen ist. Als kleine Familie denke ich, es läuft einfach ineinander. Wir schlafen in einem Zimmer zusammen, dann ist man halt zusammen als Familie. Und ansonsten sind wir eigentlich alle mit allem. Mittags sitzen wir halt nebeneinander und ansonsten gibt es das nicht so, diese kleine Familie. Man geht mal zusammen spazieren oder man redet mal zu zweit, aber dann sind auch andere im selben Raum. Nachts ist man halt alleine, aber sonst muss das ja eigentlich auch nicht sein. Schwer zu sagen, also ob ich mich auch so entschieden hätte. Also wenn ich so drüber nachdenke, wo wir klein waren, also meine zwei Brüder und ich, da haben wir uns schon oft immer gedacht, dass irgendwie es so nicht sein kann. Also von den Gegebenheiten irgendwie, man sieht halt viel Leid und andere gucken nur zu. Halt, ja, dass es einfach nicht sein kann. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich einen anderen spirituellen Führer, Leiter, wie man es auch nennen will, gefunden hätte, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann in Deutschland, dann wäre ich, weiß nicht, ob ich dahin gegangen bin. Kann ich nicht sagen, also ich glaube eher nicht. In so einer Großfamilie weint man zusammen, man lacht zusammen. Man kann also viele Dinge auf viele Schultern verteilen, sowohl Freude wie Leid. Damit dieser Geist in diese Welt etwas verändern kann. Wir glauben fest daran, dass diese Welt nicht über die materielle Ebene zu verändern ist, zu verbessern ist, sondern wir glauben daran, dass jeder einzelne Mensch sich persönlich im Inneren verändern kann. Und wenn das passiert, dass sich die ganze Welt verändert und eine bessere Welt wird. Eine Welt wird, die nicht von Ausbeutung und Zerstörung besteht, sondern Menschen, die ihr Ego reduzieren, die vielleicht nach dem Motto leben, weniger ist mehr. Sie werden nicht bereit sein zu zerstören und auszubeuten, konsumieren. Und wir hoffen, dazu beitragen zu können, indem wir uns selber in uns verändern. Und diese Energie weiterzugeben, dass andere Menschen sich davon inspiriert fühlen.